Frankfurt freue ich mich immer ganz besonders, denn ich bin zum ersten Mal hier gewesen 2006 für die Meistersinger. Und damit begann für mich eigentlich der Einstieg in das große Wagner-Repertoire. Des Holländers ist sehr schwer zu greifen. Im Duett mit der Senta spricht er: Ach nein, die Sehnsucht ist es nach dem Heil. Wird es durch solchen Engel mir zuteil? Es geht gar nicht so sehr um Senta, es geht einfach darum, um durch diese Frau erlöst zu werden. Es ist etwas, was unglaublich stark auf ihn bezogen ist. Und er findet dann auf eine andere Weise in Senta auch einen sehr narzisstischen Menschen. Dieser Zynismus, ich habe ja noch eine Hoffnung, dass das alles zu Ende geht. Denn wenn die Welt zusammenkracht, wenn die Welt untergeht, dann werde ich auch erlöst sein. Das ist natürlich eine sehr zynische Geschichte. Kann alle Toten auferstehen, dann werde ich in nichts vergehen. In nichts vergehen. Wir haben uns entschlossen, mit David Bösch eigentlich die Urfassung zu machen, von der Form her. Und sogar, was wirklich eine Rarität ist, die Senta wird die Ballade im Originalton singen, in A-Moll. Und die Erika Sönnegard war bereit, das auszuprobieren, und sie macht das fantastisch. Ich mache alle Wagner in falschen Reihenfolge. Ich habe mit Ring angefangen, mit Tristan, dann Parsifal, Lohengrin, Tannhäuser und jetzt komme ich zurück auf Fliegende Holländer. Mir war klar von vornherein, dass ich sehr gerne eher lyrische Stimmen nehmen würde. Daniel Behle zum Beispiel kommt vom Lied und das ist perfekt. Das ist ein erster Wagner und das ist genau das Konzept, was ich wollte. Dafür braucht man auch ein Orchester, das das machen kann. Und hier, das ist wirklich ein Geschenk dafür. Das ist natürlich eine tolle Kombination, auf der einen Seite diesen frühen Wagner zu haben, der halt noch vielfältiger ist als der späte Wagner, und dazu eben diese große sprachliche, philosophische Qualität von einem Text, so was das Universalgenie Goethe ist halt da, steht halt da der Wagner gegenüber, so der in der Figur vom Holländer, finde ich auch wirklich Faust und Mephisto eigentlich in eine Figur reintut. Die Sehnsucht nach Erlösung, so ist halt, glaube ich, was mich sehr interessiert an dem Stück. Also so in allen Figuren, also selbst in den kleinen Figuren wie dem Steuermann. Der so in seiner Hoffnung, in seinem Sehen, in seiner Naivität, in seiner Wärme so ein großes Gegenbild zum Holländer ist. Oder eigentlich ja, Holländer, wie er vielleicht auch mal war.
bis hin zu dem Daland, der die Erlösung über das Geld sucht. Senta, die die Erlösung eben in einer Projektion, die außerhalb der Realität ist, sucht. Ich glaube, das ist das, was, glaube ich, jeder Mensch kennt, so die Hoffnung auf Erlösung und die Frage, worin liegt das jetzt eigentlich? Vielleicht findet man sie ja auch, wenn man im Theatersessel der Oper Frankfurt sitzt, und vielleicht ahnt man sie da, wenn man Wagner hört. Und ja, vielleicht ahnt man sie dann zumindest. Ja.